Wir schreiben das Jahr 282 nach Aegons Eroberung. Dieser Mann aus dem Hause Targaryen beendete die unabhängigen Königreiche auf dem Kontinent Westeros. So herrschten bis dorthin die Starks als Könige des Nordens und die Hoffarts als Könige der Eiseninseln und der Flusslande, bis diese durch die Graufreuds und die Tullys ersetzt wurden. Im Osten herrschte das Haus Arryn über das Königreich von Berg und Tal, auch als das Grüne Tal bekannt. In den Westlanden regierte das reiche Haus Lannister und im fruchtbaren Königreich der Weite das Haus Gärtner, welches dann allerdings durch das Haus Tyrell abgelöst wurde. In den Sturmlanden herrschten die Baratheons als Sturmkönige. Nur das Fürstentum Dorne, regiert von den Martells, konnte nicht miterobert werden und wurde erst später durch eine Ehe ebenfalls ein Vasall der Targaryen. Somit war Westeros bis hoch zur Mauer geeint unter einem König oder einer Königin, wenn man den großen Targaryen-Bürgerkrieg, genannt den Tanz der Drachen, beachte. Seit diesem Ereignis schwand die Macht des Hauses Targaryen. Heutzutage ist ihr Machtinstrument, die Drachen, völlig ausgestorben und es herrscht Aerys der Zweite, gemeinhin bekannt als der Irre König. In den letzten Jahren wurde er immer paranoider. Manche sagen, dass er Stimmen höre. Am liebsten verbrennt er Menschen mit Seefeuer. So geschehen mit dem Wächter des Nordens, Rickard Stark, und seinem erstgeborenen Sohn Brandon Stark. Nun ist der Norden an Lord Eddard gefallen. Die zwei Starks kamen allerdings auch erst wegen den Taten eines Mannes nach Königsmund, Rhaegar Targaryen. Der älteste Sohn des Königs und eigentlich ganz und gar anders als dieser. Man hört, dass er gerne singt und dichtet, aber auch ein tapferer Krieger ist. Kein bisschen grausam wie sein Vater und vielleicht sogar ein guter nächster König. Allerdings entführte Rhaegar Lyanna Stark, die Schwester von Eddard, nachdem er ihr im Turnier von Harrenhal seine Liebe zeigte. Und dies trotz der Ehe mit Elia Martell. Robert Baratheon war jedoch Lyanna versprochen und es hieß, dass er sie wirklich liebte. So zog er mit seinem Jugendfreund Eddard Stark, deren beiden Vormund Jon Arryn und Hoster Tully, in den Krieg gegen die Königstreuen. Das Bündnis mit dem Hause Tully von Schnellwasser kam durch eine Doppelverlobung mit Stark und Arryn zustande. Doch ist es eine offene Rebellion gegen das Königshaus, welches über 280 Jahre regierte. Die Tyrells der Weite und die Martells aus Dorne sowie mehrere kleinere Lords haben sich für die Targaryens ausgesprochen. Unbekannt ist immer noch die Entscheidung von Tywin Lannister als Lord über die Westlande. Er war lange Zeit die Hand des Königs, bis es zu einem Zerwürfnis kam. Sein ältester Sohn Jaime dient als Ritter der Königsgarde in Königsmund. Die Entscheidung von Lord Tywin könnte diesen Krieg maßgeblich beeinflussen. Und zu guter Letzt ist immer fraglich, wie sich die Eisenmänner unter Lord Quellon und seinem ehrgeizigen Sohn Balon Graufreud verhalten werden. Die Schlacht um Westeros hat begonnen. Wir werden vor allem zu Beginn sehr viel Roleplay haben. Schlage ich eigentlich vor, dass jetzt vielleicht schon mal die beiden Lager sich in die Sprachkanäle begeben und einfach dort schon mal Roleplay-Absprachen machen. Vielleicht muss ja der ein oder andere Lord umworben werden, der noch neutral ist, und man könnte dann schon mal Gespräche führen. Mein Prinz, mein Schwager, ich komme mit einer Bitte zu euch. Ja? Die Missetaten eures Vaters, König Aerys, gefährden nicht nur das Haus Targaryen und das gesamte Königreich, sondern ich bin auch besorgt um den Schutz meiner Schwester Elia Martell, Frau und Mutter eurer Kinder. Um offen sprechen zu dürfen, der Aufstand des Hauses Baratheon unter Robert den Rebellen wächst zu einer wahrhaftigen Gefahr heran. Wir Dornischen sind dem Hause Tyrell weiterhin treu ergeben. Doch solltet ihr gegen euren Vater, dem irren König, opponieren, so stehen die dornischen Sperre des Hauses Martell an eurer Seite. Jedoch, die Zeit drängt zur Eile. Viele Lords warten auf eure Entscheidung, um den Wahnsinn eures Hauses und die Königslande terrorisiert ein Ende zu bereiten. Macht einer Sprache, manch einer spricht gar von einer zweiten Maegor. Das Haus Martell wird jedes Opfer erbringen, mit der Gewissheit, die verdiente Anerkennung, Wertschätzung eurer Gnade zu gegebener Zeit zu erhalten. Rhaegar, Erster seines Namens, Sieger des großen Turniers von Harrenhal, Retter der Königslande und Bezwinger des Wahnsinns. Ich bin gekommen, um euch in eurer Entscheidung zu bestärken, die Krone zu ergreifen und euer Haus vor dem Untergang zu bewahren. Doch eine letzte Warnung möchte ich meinem Besuch anschließen.
so rate ich davon ab, den Rebellen Tür und Tor zu öffnen. Sie werden zu gegebener Zeit die Chance erhalten, sich eurer Herrschaft zu unterwerfen oder die Konsequenzen zu tragen. Eine wundervolle Ansprache, voller Stolz, voller Energie, voller Tatendrang. Ich glaube, ihr habt sehr viel Wahrheit gesprochen. Mein Vater ist außer Kontrolle und es wird Zeit, dass er den Thron abgibt an mich, den wahren Thronhälter des Eisernen Throns. Seid unbesorgt, meine Frau, meine Gemahlin und eure Schwester Elia ist bei mir in sicheren Händen und es gibt keinen sichereren Ort für sie in Westeros als Drachenstein. Sehr gut. Wir werden uns mit unseren Armeen anschließen und Tod und Verderben über die Feinde unseres Unterfangens bringen. Bleibt nur die Frage, wie sich das Haus der Tyrells diesem Umschwung zu- oder gegenstellen wird. Ich bin dabei, solange ich einen Posten am Ratssitz bekomme, ich werde meine Armee vorschicken. Ja, das mache ich. Ich denke, das lässt sich auf jeden Fall machen. Ah, wichtig für uns wird sein, zu sehen, ob die Lannister uns treu sind, so wie sie geschworen haben, oder sich gegen uns stellen werden. Denn die Lannister haben geschworen, dem Hause Targaryen zu dienen. Und ich bin der Träger des Namens Targaryen. Sobald wir die Oberhand in diesem Konflikt haben, lässt sich vielleicht auch mit einem geübten diplomatischen Winkelzug ein größeres Blutvergießen unter den Herrschern vermeiden. Doch wir werden es nicht vergessen, wer sich diesem Haus Targaryen entgegengestellt hat oder wer die Treue bewiesen hat. Sollten wir es schaffen, die Lannister auf unserer Seite zu bekommen, sollte der Konflikt mit dem Rebellen Robert keinerlei Probleme machen. Das ist wohl wahr. Andererseits sehe ich eine große Gefahr darin, wenn wir sie nicht treu auf die Seite des Hauses Targaryen bekommen. Was ist denn eigentlich mit diesen, wie nennt man die denn gleich noch, Menschen, die auf Inseln wohnen? Die Graufreuds? Ja, genau. Die haben doch auch noch Truppen, oder nicht? Die Graufreuds. Ja. Die könnten der Dorn im Fleische unserer Feinde sein, wenn wir ihnen erlauben, ihren alten Bräuchen des Plünderns und Brandschatzens im Norden und den Flussrennen nachzugehen. Das ist wohl wahr. Mein dornischer Freund, kann ich euch diese Aufgabe überreichen, zu den Graufreuds zu reisen und mit ihnen zu verhandeln, während ich mich mit den Lannisters beschäftige? Es wird mir eine Ehre sein, euch in ihren Namen dort oben im Norden zu vertreten und die Graufreuds an unsere Sache zu binden. Wundervoll. Haus Tyrell, schlafet nicht ein. Das Hause Lannister. In der Tat. Werter Tywin, ich habe das Gefühl, wir sind nicht so gut auseinandergegangen in dem letzten Gespräch. Und ich habe gehört, dass ihr Frust empfandet, weil meine Wertschätzung eurer Treue gegenüber nicht ausgesprochen genug war. Ich möchte dies hiermit korrigieren und möchte euch fragen, ob ich euch sicher an der Seite des wahren Targaryen im Angesicht der Rebellion sehen kann, aber auch im Angesicht der Tyrannei meines Vaters, der, so wie er jetzt gerade über Westeros regiert, Schande über unser Haus bringt. Das sind mutige, euer Vater würde sagen, verräterische Worte, die ihr sprecht, mein Prinz. Ich kann keinen Verrat an meinem Hause üben, denn ich bin der wahre Drache. So, was ist also euer Plan? Das Haus Targaryen wird sich kaum halten können, wenn es sich gegen die Rebellion von außen und von innen behaupten muss. Ich denke, wir müssen sehen, dass mein Vater große Fehler gemacht hat. Er ist ein alter Mann. Er ist ein alter, verwirrter Mann. Die Drachen sprechen viel in seinem Geist. Und ich denke, es gibt eine Möglichkeit, Westeros zu vereinen, ohne Krieg über alle Lande zu bringen, indem der Thron an mich geht, den wahren Erben, und damit Leid und Krieg verhindert wird. Doch würde Robert nicht dennoch gegen euch ins Felde ziehen, da ihr doch die Frau entführt habt, die ihr liebt? So erzählt man sich auf den Straßen. Nichts als Lügen. Ich bin meiner Gemahlin und meiner Frau, Prinzessin Elia, aus dem Hause Martell treu ergeben. Niemals würde ich eine andere Frau begehren. Was ist also euer Plan, Prinz Rhaegar? Die Truppen eures Vaters werden nötig sein, die Rebellion abzuschmettern. Eine Machtergreifung könnte ein Chaos auslösen, das die Rebellen ausnutzen, um das Haus zu stürzen, bevor es sich unter euch konsolidieren kann. Wie wollt ihr dies zu Werke bringen? Es ist für mich schwierig, offen mit euch zu sprechen, solange ich nicht weiß, wem eure Treue obliegt.
Ich fürchte, ihr werdet keine andere Wahl haben, als offen mit mir zu sprechen, denn ihr seid es, die jeden Verbündeten brauchen in dieser Situation. Werter Tivin, ihr seid Kanna. Ihr kennt den Wert von einer gut ausgebildeten Armee. Ihr kennt den Wert von einer gut ausgebildeten Armee und ihrem Überraschungseffekt. Und vielleicht werdet ihr bemerkt haben, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich gegen diese Rebellion behaupten könnten. So spricht mein ehrenwerter dornischer Freund just in diesem Moment mit dem Herr Graufreud von den Eiseninseln, um gemeinsam mit den Wikingern auf See eine Allianz zu binden, um uns gegen die Rebellion und gegen meinen Vater stellen zu können. Mit eurer Hilfe und eurer Armee sind wir in der Überzahl, unabhängig der Leute meines eigenen Vaters. Und wenn ich mich gegen meinen Vater erhebe, werden auch die anderen Häuser im Angesicht unserer Armee, unserer Stärke, aber auch unserer wahren, treuen Herzen und des wahren Feuers des Drachen hinter uns stehen. Kein Zweifel. Und doch hättet ihr zwei Feinde auf einmal, euren eigenen Vater. Letztlich hätte euer Vater zwei Feinde auf einmal, denn die Rebellen sind erstmal mit ihm beschäftigt. Das ist wahr. Und ist es nicht so, dass wir, wenn wir uns die Verräter ansehen, die aus all den unterschiedlichen Gebieten dieses Landes zu uns ziehen, es nicht notwendig wäre, für mich einen neuen Wächter des Nordens zu ernennen? Und wäre das nicht etwas, was euch obliegen würde? Ja, der Norden wäre sicher in besseren Händen als bei den Starks. Das ist Hand das des ist Königs. Zweifellos. Hand des Königs, Wächter des Nordens. Wächter des Westens? Ist das nicht ein Titel, der einem Löwen gebührt? Das ist sehr richtig. Das und nicht weniger fürwahr. Ja, doch. Ich werde über eure Worte nachdenken. Es klingt nach einem guten Plan. Das freut mich. Haus Tyrell, bringet den Wein. Das sind doch Neuigkeiten, die es zu feiern gebührt. Dass dieser Plan als etwas Positives erachtet wurde. Oh, mein dornischer Freund ist zurückgekehrt. Ja. Wir sind von den Gesprächen von den Eiseninseln zurückgekehrt. Die Graufreuds sind nicht ganz einsichtig, was die aktuelle Situation angeht. Die Gerüchte der Rebellen, die Anmaßungen oder die unhaltvollen Anschuldigungen an eure Person, der Entführung und Verschleppung von Lyanna Stark, musste ich mich erstmal erwehren. Die Eiseninseln würden von einer persönlichen Audienz bei ihren Prinzen profitieren. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, sie auf unsere Seite zu ziehen. Doch es gestaltet sich als etwas knifflig, einen richtigen Zugang zu Quellern zu finden. Ich bin verwirrt über diese Neuigkeiten, über eine angebliche Entführung einer anderen Frau, wo doch Lady Lyanna Stark sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Winterfell bei Lord Eddard Stark befindet. Von welcher Entführung sprechen Sie? Das habe ich mir auch gefragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so ehrwürdiger Mann wie Sie eine unbescholtene Dame, die zunehmend noch versprochen ist, verschleppt worden wäre. Ich glaube mehr, dass es ein Vorwand war, der Rebellen diesen Konflikt von Zaun zu brechen. Ich bin ein Drache. Ich liebe die Frauen der Sonne, nicht des kalten Winters. Warum sagen die alle, dass ich die geklaut habe? Ich habe die gar nicht geklaut. Die ist doch da oben. Gucke mal. Da. Ach so, nee, warte mal. Das ist die falsche. Lord Robert Baratheon. Nee, falsch. So, hier. Nee, warte mal. Nee, war doch richtig. Geschwister. Da. So, ist richtig. Die ist doch in Winterfell. Die ist doch gar nicht... Ich habe die doch gar nicht geklaut. Was für eine Lüge. Das kommt doch erst noch. Die lügen hier alle schon rum und wissen Dinge, die sie noch gar nicht wissen können. Stark! Was? Wollt ihr? Mein starker Wächter aus dem Norden. Mir wurde zu Ohren getragen, ich hätte eure Schwester entführt, doch sehe ich sie hier wohlbehalten in Winterfell. Das ist eine Lüge. Sie ist nicht im Norden, sie ist nicht bei uns. Aber ich bin doch gerade hier und ich sehe sie doch hier am Hofe von Lord Eddard in Winterfell. Das entspricht nicht der Wahrheit. Meine Augen sehen sie nicht. Mein Herz hört sie nicht. Seid ihr erblindet, Eddard Stark? Das sicherlich nicht. Seid ihr denn überhaupt in der Lage, den Norden als Wächter zu halten, wenn ihr eure eigene Schwester auf eurem eigenen Hof nicht mehr erkennt? Was für ein Spiel spielt ihr hier, Räger? Ihr wisst genau, dass ihr sie entführt habt und dass sie sich im Süden irgendwo in euren Fängen aufhält. Ich fordere ihre sofortige Freilassung. Ich habe Lyanna Stark das letzte Mal bei dem wundervollen Turnier gesehen, das ich gewonnen habe, und euer Neid über meinen Sieg und euren Verlust ist keine Entschuldigung dafür, solche Lügen über mich zu verbreiten. Ich bin ein Drache.
Ich liebe die Frauen der Sonne, nicht die Frauen des Winters. Ihr sprecht von Neid. Dass ihr überhaupt mit mir sprecht, als wäre nichts vorgefallen. Nicht nur, dass meine Schwester nicht an meiner Seite ist. Was ist mit meinem Vater? Was ist mit meinem Bruder? Seht, Eddard Stark, ich verstehe euren Zorn und ich verstehe eure Wut. Auch ich bin nicht zufrieden mit der Schande, die mein Vater über mein Hause bringt. Aber das gibt euch nicht das Recht zu rebellieren. Er hat meinen Vater und meinen Bruder lebendig verbrannt. Er hat sie verbrennen lassen. Und das ohne jeden Grund. Beide kamen auf dem Wunsch des Königs nach Königsmund und beide starben auf dessen Hand. Ich weiß nicht, was Targaryens gefallen ist. Ich weiß nicht, wie ich Verhandlungen führen soll, wenn ihr hier so polemisch seid. Ich biete euch doch gerade eine Möglichkeit an, hier Frieden für Westeros, ohne Krieg, ohne Leid für die Bevölkerung umzusetzen. Trinkt Wein und gib mir eine Zukunft, in der wir keinen Krieg führen müssen. Ich sage euch eins, Rhaegar. Ich bin niemand, der gerne Krieg führt. Und ich ziehe mein Schwert auch nur, wenn es notwendig ist. Anders als ihr schlage ich keine großen Turniere. Ich ziehe nur den Krieg für eine Sache, die sich lohnt. Und eine Sache, die sich lohnt, meine Schwester und Gerechtigkeit für meinen Vater und für meinen Bruder. Wenn ihr mir und Robert Lyanna Stark zurückgebt und sie uns wieder in unsere Hände fallen lässt, und wenn ihr dafür sorgt, dass euer Vater nun die Gerechtigkeit erfährt für seine Taten, die grausam und schändlich waren, dann und nur dann könnte man Gedanken und Gespräche über einen Frieden führen. Ich kann euch eure Schwester nicht zurückgeben. Ich weiß nicht, wo sie ist. Meine wahre Liebe gebührt nur Prinzessin Elia aus dem Hause Martell. Und was sollte das in Harrenhall, Rhaegar? Die Gunst habt ihr nicht Elia Martell gegeben beim großen Turnier. Die Gunst habt ihr meiner Schwester gegeben. Alle haben es gesehen. Ich habe Wertschätzung an eine wundervolle Frau aus dem Hause des Nordens gegeben. Ich wusste nicht, dass es eine Schande ist, die Frauen des Nordens zu schätzen. Das bedeutet nicht, dass ich sie liebe. Seid ihr nicht ein Haus, das normalerweise die Frauen innerhalb des Hauses groß schätzt? Wir schätzen sie auch wie die Männer, durchaus. Das klingt dennoch nicht so. Weiß ich nicht, was ich von euren Worten halten soll, nachdem Lyanna nicht hier ist. Sie wird sicherlich nicht von sich aus aufgebrochen sein, ohne eine Nachricht und uns verlassen haben. Es gibt Zeugenberichte, es gibt Vorkommnisse, dass sie entführt wurde. Und wo soll sie sonst sein, als im Süden, bei euch? Robert, werdet ihr nicht überzeugen können, wenn ihr so sprecht, wie ihr gerade sprecht. Ich spreche mit euch. Habt ihr keinen eigenen Willen, unabhängig des Hirsches? Seit wann lässt der Wolf sich vom Hirsch Befehle erteilen? Seit ich mit ihm aufgewachsen bin und wir Brüder gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich merke eine gewisse Anspannung im Raum. Vielleicht ist ja ein kleines Lied geeignet, um die Anspannung und diese negative Energie ein bisschen aus dem Raum zu ziehen. Wohlan, wohlan, wo ist die Frau? Das weiß hier wirklich keine Sau. Ich schaute hier, ich schaute dort, doch sie ist nicht da. Ein wundervolles Lied. Und so stimmig in jeder Strophe in der aktuellen Situation. Eddard Stark, ich schätze euch sehr als weisen, klugen Mann und nicht als Narr, der sich von Waldpflanzentieren durch die Gegend treiben lässt. Ich weiß nicht, wo eure Schwester ist. Ich weiß nicht, was sie für Entscheidungen trifft. Aber ihr könnt nicht dem edlen Drachen und einzig wahren Erben des Throns die Schuld für eure missratenen Kinder geben oder Geschwister. Wenn eure Frauen alleine durch die Welt reisen, dann kann Haus Targaryen dafür gar nichts. Ihr nehmt euch zu viel heraus, Rhaegar. Eure Wortwahl, ich habe das Gefühl, nur Lügen und Geschichten hier zu hören. Ich habe dementsprechend genug gehört. Wir werden uns auf dem Schlachtfeld sehen. Und Lyanna wird freikommen. Dafür werde ich sorgen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, sie wird aus den Fängen der Targaryens befreit werden. Kutscher, bringt mich zurück. Dieser sture Narr. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das jetzt lösen soll. Die Graufkreuz wären jetzt bereit. Ist das Gespräch immer noch erwünscht? Ja, wundervoll. Lord Quellen Graufkreuz, kein Überfall, ein Besuch. Ein Besuch? Rhaegar! Ich bringe Wein und frohe Kunde. Bringst Wein und frohe Kunde? Ich freue mich, dich erstmal persönlich zu sehen. Erstmal Wein, bitte. Ein Martell vorgeschickt zu den Eiseninseln, um in deinem Namen zu sprechen.
Ja, es sind schwierige Zeiten, es sind herausfordernde Zeiten und ich musste erstmal wilde Anschuldigungen von mir weisen und mich dagegen verteidigen, dass mir das Hause Stark und das Hause Baratheon Ungeheuerliches vorwirft. Eine Frau soll ich entführt haben, eine Nordische. Ja, das wurde mir auch zugetragen und ich sage mal, ich höre nicht nur Geisel, ich höre auch Verrat. Und einem Verräter soll man glauben, mir wurde von den Martells zugetragen, den eigenen Vater zu hintergehen. Hintergehen ist ein starkes Wort. Zuallererst, ich bin der wahre Drache der Targaryen. Ich bin der wichtigste meines Namen und ich bin der rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns und zukünftiger Herrscher über Westeros. Ich liebe keine nordische Frau. Ich bin ein Drache, liebe die Frauen aus der Sonne. Und deswegen bin ich auch meiner geliebten Frau Elia aus dem Hause Martell treu ergeben. Nichtsdestotrotz sind die Targaryens, die wahren Drachen Westeros, ungezügelt und voller Flammen und Feuer. Wir sind stark und wir sind mächtig und manchmal etwas zu mächtig. So wie mein Vater, der seine Macht nicht mehr unter Kontrolle hat. Und deswegen ist es meine Pflicht, als junger, besonnener Drache, Ruhe und Frieden und Sicherheit über Westeros zu bringen, als wahrer Thronerbe und ihn in einen sicheren, ruhigen Ruhestand zu geleiten. Ich höre raus Frieden durch Verrat und Robert. Und hier wird gesagt, es wird eine Frau geliebt. Aber warum kommen solche Gerüchte? Erkläre es mir. Erkläre es mir. Wie es zu diesen Gerüchten kommt, Rhaegar. Eddard Stark, der neidige Mann, der neidige Narr aus dem Norden, der nicht weiß, wie wir hier im Süden leben und Dinge tun. Und ich weiß, ihr aus dem Norden, ihr seid der wahre Norden hier oben. Ihr wisst, dass unsere Gepflogenheiten manchmal unterschiedlich sein mögen. Ich habe ein Turnier gewonnen, als mächtiger Ritter, der ich bin. Und Eddard Stark konnte sein Verlust in jenem Turnier wohl nicht so gut verkraften. Ich dachte, ich erweise seinem Haus Respekt, indem ich die Gunst an seine Schwester gegeben habe. Jedoch ist es wohl so, dass die Starks ihre eigenen Frauen nicht so weit schätzen und diese Gunst mir als etwas Böswilliges unterstellt wurde. Ich weiß nicht, wo die Stark ist. Vielleicht ein junges, unerzogenes Mädel, das die Welt bereist. Aber das gibt ihnen noch lange kein Recht, mich, den wahren Drachen, dafür zu beschuldigen. Und wenn ich diese Beschuldigung höre, was ist der Plan des wahren Drachens? Sollte sich das Haus Graufreud einer Verrat des Königs bei anschließen? Was plant ein Rhaegar Targaryen, ein wahrer Drache ohne Drachen, mit dem Norden, dem grünen Tal und den Flusslanden zu tun, wenn er den eisernen Thron besteigt? Verrat ist ein starkes Wort. Wo doch nicht ich die bin, die gegen den wahren König rebelliert, ohne Anrecht auf den Thron, sondern lediglich die Verantwortung als zukünftiger König übernehme. Es ist kein Verrat, den Thron zu nehmen, der mir zugesteht. Es ist meine Pflicht, um Frieden zu bringen. Denn ich wurde erzogen, meine Pflicht und meine Aufgaben zu erfüllen. Auch dann, wenn es schwierig ist. Wir müssen die Gebiete der Verräter entreißen, denn es ist nicht rechtens, dass ein abtrünniger Wolf und ein abtrünniger Hirsch Krieg und Verrat in unser Land bringen, aus Frust und eigener Unfähigkeit heraus. So wäre es mir ein großes Anliegen, euer Gebiet als meinen treuen Verbündeten zu erweitern und euch eben als solcher den Rat Posten als offizieller Admiral der königlichen Flotte zu übergeben, als wahrer Mann des See. Königliche Flotte. Ich höre nur raus, ihr wollt meine Flotte haben, die der königlichen Flotte schon weit, weit überlegen ist. Somit wäre die Admiralität nur selbstverständlich. Und wäre das nicht gegeben, hätte ich dieses Gespräch eh nicht zugehört. Ich muss mich aber auch zurückziehen, mich beraten. Meine Söhne haben zu mir gesprochen. Und mein Volk höre ich auch draußen. Ich danke, Rhaegar, dass ihr auch noch persönlich vorbeigeschaut habt. Und ich sehe mit dem Haus Tyrell natürlich schon einen Anhänger im Hinterhalt haben. Zum Abschluss, ehrenwerter Lord Quellon Graufreud, ihr habt wundervolle Inseln. Überlegt euch, wie viel Flotte ihr halten könntet, wenn euch neben den Inseln auch noch das grüne Tal gehören würde,
wo man anbauen und Menschen ernähren kann, die dann zu einer großartigen Schiffsflotte ausgebildet werden können. Weit größer als alles, was ihr bis jetzt hattet. Das grüne Tal. Das wird mir versprochen. Flusslande und Westlande, dort waren die Eisenmänner. Räger, ihr habt wohl Targaryens studiert, aber die Eisenmänner vielleicht nicht. Das grüne Tal so weit weg. Aber natürlich sehen wir nicht mehr. Aber ob wir wieder sehen sollten, werden wir sehen. Weise Worte. Überlegt es euch. Wir reisen zurück nach Drachenstein. Reise nach Drachenstein und bringe anscheinend deinen Vater. Ich habe keinen Wein. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich nüchtern spiele, weil sonst sterben wir auch. Das würde doch zu den Targaryens eigentlich passen, oder? So ein bisschen eine Prise Wahnsinn. So eine Prise Wahnsinn. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe eine Münze mit. Ich hoffe sehr, dass sie mir nicht alle Targaryen töten. Also auch wenn ich einfach nur unscheinbar auf einer Insel bin und nichts anderes Großartiges mache. Ich möchte einfach Targaryen weiterspielen. Ich habe meine Münze hier. Und ich bin bereit, für jeden neuen Targaryen, den ich spiele, eine Münze zu werfen, um rauszufinden, ob er crazy ist oder nicht. Vor meinem Verständnis, wir halten uns jetzt erstmal alle aus dem Krieg raus, ne? Also wir treten nicht bei der Rebellion, oder? Das war jetzt unser Gedankengang. Oder treten wir bei? Weil wir haben im RP drüber geredet und mein Gehirn hat es nicht RP nicht gerafft. Also wir haben zwei Optionen. Entweder wir kämpfen auf Seite deines Vaters oder wir kämpfen für dich. Dann müsstest du deinem Vater jetzt den Krieg erklären und dann würden wir quasi eine zweite Rebellion starten. Kämpfen dann sowohl gegen die Rebellion als auch gegen deinen Vater. Alter. Und dann haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, wie dann dieser Krieg ausgeht. Das heißt, wir gehen für das Zweite. Das heißt, ich muss meinem Vater den Krieg erklären und ihr joint da dann rein. Das war dann. Genau. Ja. Also mein Prinz, wollt ihr noch ein Gespräch mit ihrem Vater suchen, um dieses Problem zu lösen oder... Glaubt ihr, dass wir jetzt in den offenen Konflikt mit ihrem Vater treten sollten? Ich denke nicht, dass hier Gespräche noch funktionieren. Er ist ein alter, sturer Bock. 70.000 Mann! Das ist die Stärke des wahren Drachen. Meister Tarell, wir räumen auf jeden Fall bei Ihnen im Lande auf. Sie haben einige Rebellen bei sich zu Hause. Zum Beispiel Alsas, das altwertige Haus. Attacke! Ich würde mich einmal zu euch dazu... Ich würde zu euch dazustoßen, um eine gemeinsame Front zu bilden und würde auch nach Rosengarten kommen. Ich denke, dass es Sinn macht, erst einmal abzuwarten, wie die Armee der Verräter gegen meinen Vater und seine Armee sich aneinander aufreiben und dann dazu zu stoßen, als die dritte Gewalt. Mein Name ist Oberyn Martell. Ich muss eine schlechte, bittere Nachricht an euch bringen, mein Prinz. Doran aus dem Hause Martell ist dahin geschieden, hingerafft von einer Krankheit. Ich spreche im Namen unserer Prinzessin Lady Ariane von Martell. Während dieses Konfliktes übernehme ich die Kontrolle der dornischen Armeen und führe sie in der Schlacht im Namen des Hauses Martell. Es ist mir eine Ehre, an der Seite einer dornischen Frau aus der Wüste kämpfen zu dürfen. Und es freut mich und den wahren Drachen, dass ihr an unserer Seite treu weiterkämpft, um die Sicherheit von Westeros zu gewähren und es von seinen Tyrannen zu befreien. Ich hoffe, meine Nichte gut vertreten zu können auf dem Schlachtfeld, sie mit ihren 6 Jahren, auch wenn wir Dornischen, Frau Obmann, auch ebenfalls kämpfen können, wie eine Viper, ist sie noch zu jung, um das Schwert zu führen oder das Speer. Deswegen übernehme ich diese Bürde. Sie mag noch jung sein und sie mag selbst das Schwert noch nicht führen, aber die Flamme und die Sonne ihres Herzens wird die Armee geleiten. Und ich habe auch gesehen, in voller Begeisterung und Freude, dass Lord Tywin, der edle Herr der Lannister, sich zu uns gesellt hat und eine weise Entscheidung getroffen hat an unserer Seite. Juhu. Ich hoffe, er wird sich auch noch hier zu uns gesellen und mit uns Rate halten. Alter, ich finde meine Armee nicht. Ich bin komplett lost. Wo ist denn nochmal der Knopf, damit ich mich zu meiner Armee bringen kann? Ich werde mich so lange mal bei der Belagerung von Dunkeltal niederlassen. Dort gibt es ein vorzügliches Belagerungszelt. Wo ist es denn? Ah, da unten. Sehr gut. Glaubt ihr, Lord Quellen von den Graufreud-Inseln, von den Eiseninseln, würde sich uns jetzt dazu gesellen, in Anbetracht der Armee, die wir leiten und führen? Ich glaube schon. Ein Versuch wäre es auf jeden Wert. Zumal wir einmal festhalten sollten, ob die Lannisters nun tatsächlich Hand in Hand mit uns kämpfen. Denn wenn nicht, dann brauchen wir auch
einen neuen Wächter des Westens. Und vielleicht ist das dann ein Angebot, das den Herren der Eiseninsel gefallen könnte. Das hört sich doch verlockend an. Aber ich sehe die Lannister kämpfen. In der Weite, bei Waldreben, stehen sie bereit mit 25.000 Mann. Eine stattliche Summe. Ich werde mich darauf konzentrieren, Prinzessin Ella zu meiner Seelengefährtin zu machen, weil die Martells meine wichtigsten Verbündeten sind und ich einfach gestürzt werde, wenn ich das nicht tue. Wobei es schon sehr lustig wäre, wenn ich einfach ein Kind mit Lyanna zeugen würde. Ich meine, eigentlich müsste ich mich doch quer durch Westeros fuhren als Reger, oder? Eigentlich wäre alles andere eine Enttäuschung. Ich habe halt auf die leider keinen Zugriff. Ich meine, die anderen schönen Frauen wären ja zum Beispiel hier, aber die werde ich nicht angeflirtet bekommen, denke ich. Oh doch! Was macht denn der Robert da? Werter Kutscher, wäre es möglich, nach den Lannisters zu rufen und sie in unser Kriegstribunal zu holen? Wir hatten ihnen einen Brief geschickt, er hätte Besseres zu tun. Okay. Besseres? Hat er etwas? Er ist schon kommen. Er wird nach Königsmund laufen. Okay, wir müssen uns beeilen. Ich würde vorschlagen, dass wir als allererstes die königstreuen Truppen vor Königsmund besiegen. Die 20.000. Jawohl. Komme, bin unterwegs. Wer wäre denn bereit, uns in diesen Krieg zu führen? Welchen Kommandanten würdet ihr mir stellen? Ich schlage vor, dass es Tarly übernimmt. Er ist ein fähiger Kommandant. Harley kann das machen. Der ist schlau auf dem Schlachtfeld. Kurz OOC. Ja. Maurice hatte zu viele Pop-Ups und hat aus Versehen, ist er jetzt der Seite der Targaryens beigetreten, das wird er also nicht. I knew it! Der hat einfach schon wieder gewebert. Er hat wieder gewebert, na super. Da schlage ich vor, dass wir uns direkt aufmachen Richtung Königsmund. Oder ist der Rebell Baratheon nicht mehr zugegen? Ja, wo ist Robert? Dann lasst uns Königsmund belagern. Oder sehen wir die Feinde? Ich sehe auf jeden Fall die Lannisters mit erschöpftem Kopfe dahin siechen. Ich jage den feindlichen Truppen nach. Ihr könnt die Ländereien rund um Königsmund plündern. Das ist eine wichtige Schlacht für uns, dass wir diese gewonnen haben. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe die feindlichen Truppen in Königsmund stehen. Ja, ich sehe sie auch. Lasst sie belagern. Lasst sie sich aufreiben. Oder wollen wir sicherheitshalber intervenieren? Die Belagerung von Königsmund braucht lange, während die umliegenden Lande schnell eingenommen werden. Ich glaube, das ist auch die strategische Weitsicht eures Prinzen, eurer Majestät. Lasst uns die kleineren Erbsen aufsammeln und den großen Kuchen umgehen. Wollt ihr sämtliche Krümel hier sammeln? Oh, da oben kommt eine Armee auf uns zu. Achtung! Wir werden überfallen. Das sind die königlichen Truppen eures Vaters. Aus hohen Toren. Ja. Mannen! Es kommt zur Schlacht. Schreitet mutig voran. In Tali, den Krieg. Tali, du befolgst genau die Befehle, die ich dir geheim per Brieftaube zugebe. Sämtlicher Ruhm dieser Schlacht gehört ausschließlich unseren Truppen und den Lords. Es beunruhigt mich, dass ich den Hirsch, den Intriganten, nirgendwo erspähe. Er ist in Königsmund. Immer noch? Ja. Wir können ihn nur nicht sehen. Ich kann dir das nicht vorstellen, dass er die Belagerung abgebrochen hat. Die Schlacht von Hafenklang, ruhmreich gewonnen. Ich sehe die Nordmänner vor den Toren von Königsmund in Brüggenforts. Ja. Wenn wir einen guten Moment abpassen, könnte das eine Möglichkeit sein, sie auf den falschen Fuß zu erwischen. Ja, sie ziehen sich zurück. Wir haben noch eine Schlacht gewonnen. Sehr gut. Zuerst muss der Kopf von Eddard Stark und der Kopf des falschen Hirsches vor uns auftreten. Aber ich sehe eine weitere Armee des Feindes. Sie versuchen, meine Truppen im Süden zu erreichen. Wir folgen. Aber reiset nicht zu nah an den Königslanden vorbei. Meine dornischen Truppen werden leider wurden erwischt. Ja, meine Armee kommt zu Hilfe. Lord Lucius. Zieht zusammen. Ich bin selbstverständlich an vorderster, hinterster Front mit dabei. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Großartig. Und ich habe gerade aus einer Flasche mit Verschluss zu trinken versucht. Das klingt nicht so erfolgreich. Das war es leider. Das ist eine wichtige Schlacht für uns. Jawohl. Ich koordiniere selbstverständlich mit den dornischen Truppen. Ein weiteres Mal unterschätzt ihr nicht die Geschwindigkeit des Fortbewegungsmittels des Königsweges. Auf dem Königsweg sind wir sehr, sehr schnell, von der einen Seite bis zur anderen Seite zu kommen. Ja. Ist das der Zeitpunkt, wo wir
die Belagerung unterbrechen sollten von König Robert oder bleiben wir bei unserem Plan? Lasst uns schauen, wie stark die Belagerung ist. Die Lannisters stoßen zu uns. 15.000, ne. Die Belagerung dauert noch 4 Jahre. Wir haben noch genug Zeit. Wir haben Zeit, das ist toll. Ich möchte mit Stolz verkünden, dass mein Sohn Prinz Aegon Targaryen ein kleiner, aufgeweckter Raufbold ist, der bald selbst Armeen führen wird. Ganz wie sein Vater. Herzlichen Glückwunsch. Regenerieren sich die Truppen? Ja, die Truppen regenerieren sich. Das ist einfach. Sie regenerieren ihren Verlust, den wir ihnen abgenommen haben. Die Früchte. Tyrion Lannister würde gerne eine Audienz mit ihnen haben. Ach, ist das so? Möchte er denn unter 4 Augen sprechen oder möchte er vor dem Kriegskabinett sprechen? Er hat gesagt, eine Audienz mit ihnen. Also gehe ich von aus, nur mit ihnen unter 4 Augen. Ich möchte verkünden, dass Haus Lannister immer treu war und der Verwaltungsfehler, der geschah, natürlich vollste Absicht war. Seht, wie wir gerade einen Vasallen eures Vaters einnehmen, in der Hoffnung, dass dessen Hauptstadt die 88% Kriegswertung auf die 100 bringt, während die falschen, schäbigen, unwürdigen Rebellen immer noch denken, dass ich auf ihrer Seite bin. Ihr hattet mich, als ich um eine Audienz gebeten hatte, abgewimmelt und gemeint, ihr hättet was anderes zu tun, was Wichtigeres zu tun. Ich musste ja den Schein wahren unter den Rebellen, die der Meinung waren, dass ich auf ihrer Seite bin. Entschuldigt nur ganz kurz. Werter Kutscher, bitte teilt dem Kriegsrat mit, dass wir angegriffen werden und die Armee sich zusammenziehen muss. Es eilt. Jawohl. Dankeschön. Wir haben gleich. Ich habe gerade weitere 4%. Nee, gleich haben wir es. Ich werde gleich den Sieg bringen. In 5 Tagen. 4. Die 3% bringt, bin ich sauer. 2, 1. Da ist der Sieg! Die Lannisters brachten den Sieg! Erste Frage, die sich mir stellt, ist, ich muss für mich jetzt entscheiden, wie ich mit den Verrätern fortführe. Wir verbannen, oder? Werter Kriegsrat, wir verbannen. Um wen geht es denn konkret? Weil da sind ja noch Rebellen. Lord Lysyrius aus dem Hause Velaryon. Können wir machen. Aus. Es geht ja, glaube ich, jetzt noch gar nicht um wirkliche Kerncharaktere. Nee, es geht nur... Alle noch in der, genau so. Ja, dann das können wir, glaube ich, schnell so machen. Ja, Titel, da machen wir einmal mit Titel entziehen. Haupttitel, gesamte Domäne entziehen. So. Oh, ich habe den Irren. Was machen wir mit meinem Vater? Nun, mein Prinz, mir scheint, diese Entscheidung ist vor allem die eure. Er ist euer Blut. Von welcher Entscheidung würdet ihr denn am meisten profitieren, um eine kalte, harte, rationale Frage in den Raum zu werfen? Ich glaube, die Ermordung ihres Vaters würde nur weitere Fragen aufwerfen. Auch wenn er seine Verfehlungen hat, er hat seine Schande und seine Missetaten büßen müssen mit dem Verlust seiner Krone. Ich rate davon ab, ihn umzubringen, ihn einzusperren. Und von der Welt zu verscharren, ist doch des Vaters und Sohnes Liebe Genüge getan. Und lebt er weiter, könnt ihr euch einfacher als die ungebrochene Fortführung der bisherigen Dynastie präsentieren, mein Prinz. Wie steht ihr zur Mauer? Mauer? Ich weiß nicht, ob wir dem Reich einen Gefallen tun würden, mein Prinz, wäre er mit der Mauer beauftragt. Mein Prinz, es wäre wahrscheinlich die ehrwürdigste Lösung dieses Konflikts. All den schändlichen Entbehrungen, die er sich bereitstellen muss, wenn er überhaupt die Reise bis zur Mauer zu Ende bringen wird. Lebendig. Das ist ein langer, gefährlicher Weg. Ich denke, wir haben Mittel und Wege, dass dieser Weg nicht von Glück gesegnet sein könnte. Wenn ich da jetzt auf Titel entziehen gehe, kann ich ihn nicht mehr verbannen, ne? Und ich kann auch nicht beides anklicken, dass ich ihn verbanne. Du kannst alles anklicken, glaube ich. Du kannst die sogar über mehrere Menüs alle anwählen. Ach, das ist dann mit drinnen quasi. Soweit ich mich erinnere schon, aber das kann gerne noch mal jemand anderes bestätigen vielleicht. Ich glaube, du kannst wirklich alle Strafen auf einmal sogar auswählen. Das wurde mir damals im Chat zugetragen, weil ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe auch eine Weile nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist. Ich versuche nämlich gerade auch die ganzen Geiseln mir zu holen, aber er wählt immer nur eins aus quasi. Und wenn ich halt auf, also ich
denke auch, dass das halt mal so war, aber er, also bei mir habe ich das Gefühl, dass doch gesamte Domain in 10 geht. Dann Verschiedenes. Da habe ich jetzt eine Geisel wohl ausgewählt, da geht nur eine. Ich mache mir Gedanken um Vermählungen. Achso, ja. Vermählungen sind wichtig. Oberin Turell steht Ihnen immer zu Diensten, mein Prinz. Ich denke, jetzt in der Situation wäre königliches Blut für das Hause Martell vielleicht etwas von Wert. Und mein kleiner Bruder Viserys ist noch niemandem versprochen. Ja, wir würden uns als Tyrells natürlich freuen, wenn wir die Bande zwischen unseren Häusern nochmals erneuern würden. Mhm. Das klingt doch wundervoll. Die Krone ist schwer verschuldet. Wir Dornischen bluten auch aus seit Monaten. Ich kann euch aber versichern, dass es den Rebellen nicht viel besser geht. Soll ich vielleicht mal zur Bank von Bravos schippern und mit denen ein bisschen quatschen? Während der Zeit des Waffenstillstandes wäre das wahrscheinlich eine vorzügliche Lösung, unsere Engpässe zu beleuchten. Versucht euer Bestes. Es wurde ein großer Kriegsrat einberufen, um über die aktuelle Lage in Westeros zu sprechen, bevor hier einzelne Boten hin und her gehen und eines dem anderen nun überbringen nimmt. Ich hoffe, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind. Wer natürlich nicht Teil des Kriegsrats sein möchte, kann den jederzeit verlassen. Wenn alle einverstanden sind, würde ich kurz unseren Vorschlag einbringen. Mhm. Wir bitten darum. Der Vorschlag ist kurz und knapp und eindeutig. Wir bieten an, Jaime Lannister freizulassen. Im Gegenzug wünschen wir die Freilassung von der Gefangenen, Königstochter, Lord Stark. Ja, aus Stark. Und ein weißer Frieden kann geschlossen werden. Im Angesicht eures Verlustes bietet ihr mir an, wen zu befreien und fordert jemanden, den ich nicht habe, um dann einen weißen Frieden einzufordern, obwohl ihr erst meinen Vater und dann mich hintergangen habt. Ich habe ein Gegenangebot. Ich möchte den Kopf von Eddard Stark und ich möchte den Kopf von Robert Baratheon. Sie müssen nicht sterben. Die beiden werden zur Mauer entsandt. Dann dürfen die restlichen Häuser alle ihre Bereiche behalten und werden keiner weiteren Strafe vorgeführt. Ist das denn auch die Meinung von Tywin Lannister? Ich weise darauf hin, dass wenn wir jetzt hier nicht zu einer Einigung kommen wird, Jaime Lannister das Mondtor kennenlernen wird. Nun, zeigt ihr also euer wahres Gesicht. Was heißt das? Sagt mir. Das sagt ein Lannister. Ihr droht mit der Hinrichtung einer Geisel. Schäbigst. Doch sagt mir, wenn ihr jenes tut, wie denkt ihr, wird es dann für euch weitergehen? Ja, weil wir gewinnen gerade und ihr verliert. Das spielt in diesem Moment keine Rolle. Die Frage ist, opfert Tywin Lannister seinen Sohn? Ich möchte gerne auch nochmal etwas einbringen. Während der Kopf von Eddard und mir gefordert wird, wird uns vorgeworfen, wir hätten uns erst gegen den Vater und dann gegen den Sohn gestellt, während der Sohn selber rebellierte im selben Atemzug. Das halte ich für eine Farce. Der Sohn hat nicht rebelliert. Ich bin Rhaegar Targaryen, der einzig wahre Drache. Und ich wurde erzogen, um zu herrschen über meinen Thron. Es ist meine Pflicht und meine Aufgabe, die Bevölkerung von Westeros zu schützen. Wenn notwendig, dann auch gegen einen falschen Drachen, der im Angesicht der Macht und des Feuers den Verstand verloren hat. Ich habe meine Aufgabe als Regent erfüllt. Wie könnt ihr es wagen, das Tyrannei zu nennen? Naja, genau das haben wir ja auch getan, aber vorhin... Mit welchem Recht? Ihr habt kein Recht, nach dem Thron zu streben. Dieses Geburtsrecht obliegt euch nicht. Euer Recht wäre es gewesen, sich Teil meiner Armee anzuschließen. Wir wollten niemanden. Fließt Targaryenblut. Das ist richtig. Robert Baratheon hat Targaryenblut in seinen Adern. Und das sagt ihr mir einem wahren Drachen? Vermischtes Blut mit Wild wird aufgewiegelt neben wahrem Blut eines reinen Drachen? Was ist das denn für Tölpel, was hier gesprochen wird? Doch lasset mich ein Wort einwerfen. Müssen wir denn wahrlich allesamt Feinde sein? Ist nicht der Konflikt gestartet worden, beide Konflikte von einem König, der nun abgesetzt wurde, ist nicht die rechtmäßige Ordnung unter einem neuen, einem vielversprechenden, einem Prinzen, der sich nicht mehr zur Schulde hat kommen lassen, als das Ziel
unbeweisbarer Gerüchte geworden zu sein? Ist dies nicht ein Königreich, unter dem wir alle gemeinsam wieder Frieden finden könnten? Frieden und Wohlstand? Wohl gesprochen, aber denkt daran, dass der Konflikt ausgelöst wurde durch eine Entführung. Und das stimmt. Eine Entführung des Mannes, der jetzt hier herrscht und hier mit uns am Tisch sitzt. Das heißt, dieser Punkt muss schon aus dem Weg geräumt werden. Diana ist immer noch unauffindbar. Ich kann nicht zurückgeben, was ich nicht gestohlen habe. Es sind nichts als Lügen, die hier an mich herangetragen werden. Ich weiß nicht, wo Lyanna Stark ist. Meine einzig wahre Liebe ist Elia aus dem Hause Martell, weil ein Drache liebt die Frauen der Sonne und nicht des kalten Winters. Lügen werden hier gesprochen und niemand sagt etwas dagegen. Gibt es denn auch nur einen einzigen handfesten Beweis für die Entführung, auf die sich dieser Krieg zu gründen scheint? Denn mir scheint, der wahre Auslöser war das Verbrechen, welches der irre König an der Dynastie des Hauses Stark beging, und der irre König wurde bestraft für jene Taten. Alles Weitere sind Behauptungen. Oder habt ihr mehr vorzuweisen? Nun, wenn wir Lyanna finden, dann können wir sie ja befragen. Die Frage ist nur, wo sie sich befindet. Und ich meine nach wie vor, dass die beste Antwort Rhaegar kennen sollte. Doch er bestreitet es. Was soll ich glauben? Wo ist meine Schwester? Aber Lord Stark, seid ihr nicht ein Mann, dem das Wohlergehen eurer Untertanen am Herzen liegt? Auf den reinen Verdacht, dass sie im Kerker des Prinzen sitzen möge, für den es keine Beweise gibt? Wollt ihr tausende Leben verheeren und diesen Krieg fortführen? Und Lord Tippin, seid ihr nicht ein Lannister, der so ziemlich die halbe Familie im Kerker hat? Was sprecht ihr eigentlich hier im Rat des Königs? Was mache ich im Rat des Königs? Ich habe Tyrion und dem Bruder von dem werten Tywin Lannister, nachdem er mich verraten hat, nachdem er mich verraten hat und gesagt hat, an der Seite wird er gegen den Prinzen kämpfen. Und das hat er uns verraten. Und somit bin ich nach Castle Stein, habe seinen Sohn Tyrion Lannister und auch seinen jüngsten Brüder gefangen genommen. Wollte ich auch mal daran erinnern, dass das ein vielleicht wichtiger Entscheidungspunkt sein könnte, wie es der Familie ergeht. Welch ein Hohn, wenn ihr von Verrat spricht, während ihr euer Schwert gegen den einzig wahren Thronerben erhebt. Ich habe mein Schwert gegen den Thronerben gehoben. Ich habe mein Schwert gegen Aerys den Dritten gehoben und habe Tywin Lannister angegriffen aus dem Grund des Verrats an mir, nachdem mir Aerys der Zweite die Unabhängigkeit und das Plünderungsrecht gegeben hat. Somit habe ich nur vollends das getan, was den Eisenmännern zusteht und den eisernen Preis bezahlt. Du hast die Schwäche eines wahnsinnigen Königs ausgenutzt. Also ich bezweifle, dass das hier in irgendeiner Art und Weise eine Tragweite hat. Doch, sag mir, Lord Traumfeu, des Verrates werdet ihr noch büßen, Graufeld. Worauf strebt ihr ab? Was ist euer Ziel? Mein Ziel ist natürlich der Frieden. Und ich möchte, dass der Frieden gegeben wird und an alle. Und eventuell sollte dort drüber gesprochen werden, was vielleicht durch Verrat erlangt wird, nicht der richtige Weg ist. Doch schlug ich nicht bereits einen Frieden für alle vor? Wir sind uns einiger, als ihr glauben mögt. Ja, aber wir haben den weißen Frieden vorgeschlagen. Bedingung des Königs ist der Kopf von Eddard und Robert. Das ist euer Frieden. An der Mauer. Aber es versteht den Prinzen, den König, Er hatte gesagt, statt die Köpfe dieser beiden Verräter zu fordern, reicht es ihnen aus, sie an die Mauer zu schicken, um dort ihre Missetaten büßen zu lassen. Welche Missetaten möchtet ihr von uns denn? Welche Missetaten? Welche werden uns denn angehaftet, dass wir gegen den selben König gekämpft habt, gegen den ihr gekämpft habt? Richtig, die gegen den ebenfalls geführt habt? Ja, aber wir waren ja mehr im Recht, weil, also... Er erhebt das Schwert. Mein Name ist Mais Tyrell. Und ich bin sehr, sehr, sehr interessiert daran, dass wir uns alle vertragen. Doch sagt mir, Lord Eddard, Lord Robert, gesetzt den Fall, der Prinz wäre zur Milde geneigt und würde anerkennen, dass auch ihr das Reich nur von einem falschen König befreien wolltet, wie es der Prinz einfach vor euch tat, wärt ihr denn bereit, das Knie vor dem Prinzen zu beugen? Nun, für mich hängt vieles vom Schicksal von Lyanna ab. Und was... Was gedenkt Rhaegar Targaryen mit seinem Vater Aerys zu tun? Oder wurde von einer Strafe verhängt? Mein Vater, Prinz Aerys Targaryen, der irre König,
wurde zur Mauer entsandt. Er wurde all seinen Titeln enthoben und wird nie wieder regieren. Er hat das Schwarz angelegt, um dort für seine Missetaten zu büßen und seine Ehre wiederherstellen zu dürfen, indem er die Südlande und alles darunter vor dem Norden beschützt, mit seinem Schwert und mit dem Rest, der von seinem Verstand noch übrig ist. Ihr seht also, Gerechtigkeit wurde bereits getan, denn der Prinz ist weise und gütig. Uns geht es nicht um den Thron. Uns geht es darum, dass das Unrecht, was uns gegenüber widerfahren ist, in dem Form, dass Lyanna von uns genommen worden ist, wieder erfüllt wird und wir sie zurückbekommen. Der Rest ist uns egal. Wer spricht denn diese Lyanna eigentlich? Ich habe die noch nie gesehen. Kann vielleicht man denn irgendwo schützen? Nehmt mal noch einen Schluck Wein, ihr dort hinten. Wenn Lyanna... Räger behauptet, er hat sie nicht entführt. Nehmen wir das mal als eventuelle Wahrheit hin. Wenn geholfen wird, Lyanna, ohne dass ihr ein Haar gekrümmt wurde, zurück in meine und die Hände von Robert zu bringen, wäre wenigstens ich gesprächsbereit, sodass dem Norden und meiner Familie nichts Schlimmeres widerfährt. Aber es hängt vieles von Lyanna ab. Werte Lords, werte Ladies, ihr hört, hier spricht ein Mann des Nordens, der nach wie vor in der Lage ist, von Vernunft zu sprechen, während der Hirsch im Süden nur Schaum und Galle sprüht. Ich weiß nicht, wie ich Frieden in die Königslande bringen kann, wenn unter mir ein Mann herrscht, der sich nicht unter Kontrolle hat und sich nicht zügeln lässt. Mein letztes Angebot: Ich biete Frieden für alle. Ich biete Wohlstand und Feierlichkeiten, wenn ihr mir helft, Robert Baratheon an die Mauer zu schicken. Werde ich helfen, Eddard Stark und allen anderen bei der Suche nach Lyanna Stark, dessen Verbleib bis nach wie vor ungeklärt ist. Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, eure dortige Verhandlungsstrategie, denn mir geht es ebenfalls um Lyanna. Sie können von mir aus Ewigkeiten auf dem Thron sitzen als Targaryen. Mir geht es nur darum, meine Verlobte wiederzubekommen. Ich weiß nicht, wo sie ist, und das ist der Irrsinn, der hier spricht. Ich bin euer König und ihr sprecht mit mir wie mit einem Bauern. Ist das Respekt? Ist das die Treue, die ihr mir geschworen habt? Oder ist das Verrat? Nun, noch hat er euch keine Treue geschworen, werter Rhaegar Targaryen. Aber ich glaube, die Möglichkeit, auch wenn sie so klein scheint, wie sie gerade ist, ist noch nicht davon geschwunden. Wenn ihr von eurem Vorhaben, ihn zur Mauer zu schicken, abseht und rechtmäßig anerkennt, dass er, der als ältester Sohn der Baratheons, der rechtmäßige Lord der Sturmlande ist, und Lyanna, wie sie ihm versprochen wurde, nach Sturmkap schließlich für die Heirat kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sowohl von Robert als auch von mir einen Treueschwur geben könnte, um die Einheit und die Stabilität dieses Reiches wiederherzustellen und nicht in endlosen Streitigkeiten und Kriegen auszuarten. Wenn ihr aber Robert zur Mauer schickt, der ja doch nur der Gerechtigkeit willen für meine Schwester eingetreten ist, der an meiner Seite für Gerechtigkeit für meinen Vater und für meinen Bruder eingetreten ist, wenn ihr ihn deswegen bestraft, so kann ich dies nicht als ein gerechtes Urteil akzeptieren von einem König, von dem ich schon einst hoffte, dass er ein guter König werden würde nach seinem Vater und von dem ich eigentlich viel erwartet hatte. Aber wäre nicht also ein Frieden und eine gemeinsame Übereinkunft, dass wir alle gemeinsam Lyanna Stark suchen und ihrem rechtmäßig angetrauten Robert, den sie bestimmt schon kaum erwarten kann, wieder in die Arme zu schließen, zu finden. Wäre dies nicht im Interesse aller hier an diesem Tisch? Durchaus. Wie soll ich an einem ruhigen Tisch mit den zwei Verrätern sitzen, die Krieg gegen mich führen wollen? Indem ihr euch sicher seid, mein Prinz, dass ihr sie nicht fürchten müsst, denn ihr habt bereits die größere Macht auf eurer Seite. Ihr seht doch, wie der Krieg verläuft. Sollten sie ihn jemals wieder vom Zaun brechen wollen, mein Prinz, ist doch relativ eindeutig, dass sie Glück gekrönt wäre. Das Bündnis des Prinzen, des Königs, einmal für eigene Beratungen zurückzieht. Wir haben das Angebot des Nordens gehört und ich würde ganz gerne mit etwa weniger Augen mit meinem König darüber sprechen. Stehen die anderen Lords hinter den Worten des Hauses Baratheon und des Hauses Stark? Ich habe das Haus Arryn gehört.
Wie sehen die anderen Lords das? Seid ihr bereit, einen potenziellen Krieg für fremde Angelegenheiten zu riskieren? Hier, Hoster Tully aus den Flusslanden. Seit jeher sind wir eng verbunden mit unserer Familie aus dem Norden, mit den Starks, als auch, dass wir verbündet sind mit unseren ehrwerten Nachbarn aus dem grünen Tal. Nun, ich teile die Sorgen und Ängste aller der hier Anwesenden. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch anmerken, dass keiner von uns Interesse hat, gegen euch, gegen das Hause Targaryen nun vorzugehen, da unser Kriegsziel einerseits mit der Absetzung des Irrenkönigs durchaus erfolgreich war, wenngleich auch ihr uns dabei unterstützt habt auf eine etwas überraschende Art und Weise. Auf der anderen Seite ist es natürlich nach wie vor schwierig herauszufinden, wo denn nun die Zugesagte von Herrn Robert Baratheon verblieben ist. Und daher möchte ich an dieser Stelle noch ein weiteres Angebot machen, weil auch mir, dem Hause Tully allgemein, der Frieden sehr, sehr, sehr viel wert ist. Wir haben eine Geschichte voller Blut, Leid und großer Beschwernisse in den Flusslanden. Deswegen biete ich mich an als sozusagen Informant und auch Beauftragter, um herauszufinden, wo denn nun Lyanna tatsächlich verblieben ist. Und ich werde nicht eher ruhen, um es herauszufinden und sie zurückzuschicken. Das ist mein Angebot und ich möchte als Gegenleistung, dass in ganz Westeros Frieden herrscht, sodass wir alle wieder brüderlich und schwesterlich gegenübertreten können. Hört, hört. Ein nobles Ansinnen. Das kann ich ebenfalls bestätigen. Wir können diese ganze Verhandlung abkürzen. Es geht doch um meinen Kopf, um den Kopf von Eddard. Ich kann Ihnen nur sagen, mein werter König, solltet ihr mir vor den alten und den neuen Göttern versprechen können, dass ihr nicht an der Entführung von Lyanna beteiligt seid, werde ich das Knie vor euch beugen. Mir geht es nicht um Macht oder den Thron. Mir geht es um meine Liebe. Und mir um meine Schwester. Ich wäre bereit, das Knie zu beugen. Hatte nun jedes Haus hinreichend Zeit, seine Forderungen zu äußern? Wenn ja, so würde ich mich gerne mit meinen Zugeschworenen beraten über die doch sehr prekäre Situation. Ich höre und ich freue mich, Robert Baratheon, eure vernünftige Stimme hören zu können und zu sehen, dass unter der Wut, die wohl berechtigt ist, doch noch ein wahrer Mann von Größe steckt. Und ich hoffe, wir können alsbaldig Gespräche führen. Ich schlage eine letzte Forderung. Haus Lannister würde auch noch kurz einwerfen, dass natürlich mit einem Frieden eine Freilassung aller Geiseln einhergeht, was, glaube ich, sowieso Teil der Spielmechanik ist, aber es sei. König Quälon. Man könnte natürlich auch König Quälon. Aber ja, natürlich. Wenn wir uns so einigen, ist das selbstverständlich. Unabhängiger König Quälon. Das ist, meine Forderung ist, dass die Eiseninseln, so wie es mir vom König gegeben wurde, unabhängig bleiben und weiter ihre Rechte haben. Somit dann aber auch gleichermaßen natürlich für diese Unabhängigkeit die Eiseninseln herrschen würden, natürlich Geiseln, die von Verrat aus Verratsgründen genommen wurden, um natürlich unsere Sicherheit zu gewähren, würden wir unsere gegebene Unabhängigkeit selbstverständlich weiterführen, da die Eiseninseln mit ihren Rechten so weiterherrschen können und ich meinem Ziel, meinem Volk Frieden zu bringen, unter den Ideen, die ich hatte, natürlich genauso näher kommen würde. Ich habe gehört, ich werde mich beraten. Ihr werdet in baldiger Zeit meine Antwort erhalten. Bevor ihr aufbrecht, schlage ich vor, dass während beide Lager noch sich beraten und sprechen, Kriegshandlungen einzustellen sind, aber das Rad der Zeit weiterläuft, ohne dass sich natürlich Armeen treffen, um die Götter nicht zu erzürnen. Ja. Gut, dann wir wollen das. Dann aber auch keine feindlichen Trippen innerhalb unserer Länder haben. Nein, wir sind alle auf, wir sind auf, dann wenn auf Rückzug und ja, so machen wir. Ja, nicht wahr, Fürst Graufreud, keine feindlichen Truppen in unseren Ländern. Die Truppen sind schon auf dem Weg zu unseren unglaublich schnellen Schiffen. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal festhalten, dass ich keine kriegerischen Handlungen, auch Tötungen von Geiseln dulde und sämtliche Verhandlungen als gescheitert betrachte, sollte einer Geisel etwas zustoßen, während wir uns beraten. Das ist doch selbstredend, hoffe ich. Der König ist weise und gerecht. Maesturel, mögt ihr bitte eure Truppen
von der Belagerung zurückziehen. Oh, ja, huch, nun. Kutscher, bitte bringt alle Targaryen-Loyalisten in einen dementsprechenden Raum,